Hallo liebe Hungrige, gerade müssen wir wieder damit klarkommen, dass die Zeit für größere Festivitäten erstmal vorbei ist. Aber erstens, es kommen auch wieder bessere Zeiten, ich bin da ganz optimistisch. Und zweitens, im kleineren Rahmen wird es ja doch die eine oder andere Party geben. Und da sind Partybrötchen gefragt, doch auch ganz unabhängig davon, schmecken diese wirklich sehr, sehr lecker. Wir brauchen dafür Mehl, ich habe Weizen und Dinkel gemischt, wir brauchen ein Ei, frische Hefe, Schinkenwürfel, am besten eine Mischung aus Lachs und Kochschinken. Wir brauchen Sauerkraut, eine Prise Zucker, außerdem auch noch eine Prise Salz und wir brauchen Milch und etwas Margarine. Alternativ darf es auch Butter sein. Zuerst geben wir mal ein Sieb auf eine Schüssel und da hinein das Sauerkraut. Das soll nämlich ein bisschen abtropfen und um das zu beschleunigen, können wir es auch noch so ein bisschen andrücken. Zum Beispiel mit einem Holzlöffel. Und ihr seht, da steckt schon noch so einiges an Flüssigkeit drin. Dann geben wir ein anderes Sieb auf eine andere Schüssel. Wir füllen das Sieb mit dem Mehl und sieben dieses dann in die Schüssel hinein. So, das ist ja schnell erledigt. So dass wir nun die lauwarme Milch in eine Schüssel gießen, ergänzen mit einer Prise Zucker und bröseln dann die frische Hefe hinein. Wenn das erledigt ist, verrühren wir alles miteinander. Zum Beispiel mit Löffel oder Gabel. Ihr könnt natürlich auch einen Schneebesen nehmen. So lange jedenfalls, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Dann stellen wir alles erstmal für 10 Minuten beiseite. In der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um den Teig. Geben dafür zum gesiebten Mehl die Margarine. Und ich habe sie zuvor in kleine Stücke geschnitten. Auch das Ei kommt mit in die Schüssel. Und ebenso eine Prise Salz. Nun gießen wir auch noch die Hefemilch mit hinein. Und anschließend verkneten wir alles miteinander. Sinnvollerweise mit den Knethaken des Rührgeräts. So lange eben, bis wir einen homogenen Teig haben. Und der muss sich auch nicht unbedingt leicht von Boden oder Rand der Schüssel lösen. Ist er dann verknetet, decken wir ihn ab. Und lassen den Teig nun an einem warmen Fleckchen für ca. 25 Minuten gehen. Und wenn wir ihn danach abdecken, können wir sehen, genau das hat er auch gemacht. Der Teig wird nun mit den restlichen Zutaten ergänzt. Das heißt, der rohe bzw. Lachsschinken kommt mit dazu. Ebenso der gewürfelte Kochschinken. Und dann greifen wir uns das Sauerkraut, können sehen, dass da doch noch einiges abgetropft ist. Und geben das Sauerkraut nun ebenfalls zum Teig. Wir bereiten schon mal ein Backblech vor. Belegen dieses mit Backpapier. Anschließend alles nochmals gründlich miteinander verkneten. Auch jetzt wieder mit den Knethaken des Rührgeräts. Und der Teig selbst ist, wenn wir ihn dann verknetet haben, eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Ich lasse ihn also in der Schüssel drin, halbiere ihn mit einem Messer so ein bisschen. Einfach, damit es für die Verteilung ein bisschen überschaubarer ist. Denn jede dieser Teighälften wird nun, jedenfalls bei dieser Menge, in drei Stücke zerteilt. Und diese Portionen geben wir dann jeweils auf das mit dem Backpapier belegte Backblech. Und wie gesagt, der Teig ist eben ziemlich klebrig. Deswegen nehme ich zum Formen zwei Esslöffel und es sollen Brötchen werden. Und die müssen auch nicht hundertprozentig symmetrisch sein. So arbeiten wir uns weiter durch den ganzen Teig, geben also die einzelnen Portionen aufs Backblech und formen sie, bis wir am Ende den ganzen Teig entsprechend strukturiert haben. Und dann kommt das Blech auch schon in den Ofen. Und gebacken wird nun für 30 Minuten bei 200 Grad, Umluft 180. Und so lecker sehen unsere Sauerkrautbrötchen mit Schinken dann aus. Sie haben einen extrem lockeren Teig. Aufgeschnitten könnt ihr das vielleicht auch sehen. Mir persönlich schmecken sie besonders gut. Bestrichen mit Kräuterquark oder Kräuterfrischkäse. Oder auch einfach nur Senf darauf schmeckt richtig klasse. Doch ihr könnt natürlich auch einen ganz anderen herzhaften Belag oder Dip mit den Brötchen kombinieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Bolognese-Brötchen backen möchtet oder mit dem Sauerkraut lieber Szegediner Gulasch kochen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.